Ja, welche Sau treiben wir denn heute durchs Dorf, meine Damen und Herren? Gestern war es noch Nvidia, heute ist es Bitcoin. Eins ist klar, irgendwas steigt immer 20, 50 oder 100%, ganz klar. YOLO nennen die Amerikaner das. Also nutze es, solange irgendwie die Party noch läuft, solange die Musik irgendwie noch spielt. Und klar, in diesem Kontext, in diesem Umfeld macht es natürlich Sinn, dass die Fed die Zinsen weiter senkt. Denn das, was wir hier sehen, ist faktisch ein Beleg für zu viel Liquidität im System. Wenn wir solche Exzesse sehen, wie wir sie jetzt in letzter Zeit gesehen haben, dann stimmt etwas nicht. Dann ist alles andere angezeigt als eine weitere Aufweichung der Geldpolitik. Vielmehr haben wir gesehen, dass die Financial Conditions sich sehr stark gelockert haben, und das ist jetzt die Folge. Diese Phänomene, die wir derzeit sehen, um Nvidia, um Bitcoin, um andere Supermicrocomputer, Beyond Meat, die mal eben dann nachbörslich 60-70% steigen, all das ist eine Folge der Aufweichung der Financial Conditions, und dazu hat die Fed wiederum maßgeblich beigetragen, vor allem in Gestalt von Jerome Powell, als er diese Idee den Märkten in den Kopf setzte, die Zinsen könnten sinken. Das haben die Märkte sehr wörtlich genommen. Im Januar war man davon überzeugt, dass die Zinsen siebenmal sinken. Inzwischen sind es nur noch 3 Zinssenkungen, die man erwartet. Dennoch geht der Hype ungebrochen weiter, als würde die Fed die Zinsen bereits auf Null gesenkt haben und als würde die US-Notenbank in großem Maßstab Quantitative Easing betreiben. Wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Gleichwohl, Bitcoin heute nicht nur auf 61.000 Dollar gestiegen, das ist schon fast veraltet, obwohl dieser Tweet, glaube ich, erst 1,5 bis 2 Stunden her ist, sondern auf 64.000 Dollar. Und Bob Elliott sagt hier auch, maybe money isn't all that tight right now. Also vielleicht ist die Geldpolitik doch nicht so rigide, wie man erwarten würde, wenn der Leitzins in den USA über 5% liegt. Und schauen wir uns mal an, was Bitcoin heute veranstaltet hat. Da ist man von 57.000 Dollar mal eben auf 64.000 Dollar gestiegen, um dann wiederum in wenigen Minuten, vielleicht eher Sekunden, 5.000 Dollar zu verlieren und auf 59.000 Dollar zu fallen. Alles total normal, voll normal, meine Damen und Herren. Das ist, gehört nun mal zu den Finanzmärkten dazu, kann man sagen. Also das sind diese Exzesse, dieser Wahnsinn, der sich immer stärker verbreitet, der sozusagen endemisch wird. Und hier sehen wir diese Financial Conditions. Wir haben die seit Oktober die größte Aufweichung, im Grunde mit einer der größten Aufweichungen der sogenannten Finanzkonditionen. Da gehören ja einige Dinge dazu. Aktienpreise sind eines, und in Sachen Aktien sagt Rubner von Goldman Sachs, es ist impossible, irgendwie ein Top in den Aktienmärkten zu bestimmen. Die Bank of America sagt, wir sind jetzt in 19 von 20 Metriken in der mindestens 95. Perzentile, was die Teuerheit oder Billigkeit des US-Aktienmarktes, des Aktienmarktes betrifft. Und der Quantstratege von JP Morgan sagt, ja, angesichts des Rebalancing, das am Monatsende stattfinden wird, also jetzt am Ende Februar, bedeutet nichts anderes, als dass institutionelle Investoren, die zuletzt Aktien übergewichtet haben, Anleihen eher untergewichtet haben, das wieder sozusagen in ein Maß bringen müssen, 60-40, also dann vielleicht wieder mehr Anleihen kaufen müssen und Aktien verkaufen müssen. Wir werden sehen, was morgen noch passiert, am letzten Februar-Handelstag. Aber eins ist klar, das hatte ich heute früh schon gezeigt, das, was diese Financial Conditions mit ihrer Aufweichung faktisch in der Realität verändert haben, ist, als wenn die Fed die Zinsen bereits um 1% gesenkt hätte, obwohl die Fed ja bekanntlich die Zinsen nicht um 1% gesenkt hat. Und hier sehen wir nochmal den wahrscheinlichen Chartverlauf von Bitcoin. Die werden sicherlich von 60.000 auf 1 Million steigen, meine Damen und Herren. Der Beleg sehen Sie hier durch diese übersichtlich gestalteten Trendkanäle. Aber der Hintergrund ist natürlich diese immense Nachfrage nach diesen Bitcoin-ETFs, Spot-ETFs. 10.000 Bitcoin mussten diese ETFs dann eben kaufen, während eben gleichzeitig an dem gestrigen Tag etwa nur 900 neue Bitcoins gemined wurden. Also das ist dieses Ungleichgewicht, dadurch ist sozusagen dieser Preisauftrieb zu erklären, aber es ist eben die immense Nachfrage nach diesen ETFs, die das Ganze nach oben treibt. Und Jason Gapfert von Sentiment Trader in den USA, eine echte Koryphäe, kann man sagen, der sagt also,
Die Blasenprobability bei Bitcoin ist jetzt über 80%. Normalerweise pieken Blasen, sagt er, zwischen 85% und 95%. Er hat da bestimmte Parameter, die ich jetzt nicht hinterfragen und analysieren kann. Also da ist auf jeden Fall schon einiges in der Mache. Und das gilt natürlich auch für die Aktienmärkte, nicht nur für Bitcoin oder Nvidia. Hier haben wir den Call Skew, also praktisch, wie schaut es aus, sich mit Puts abzusichern, die weit aus dem Geld sind und dann nur werthaltig würden, wenn wirklich die Aktienmärkte sehr deutlich nach unten kommen. Ist da das Bedürfnis groß? Nein, ist praktisch nicht vorhanden. Dagegen Call Skews, also dass die Aktienmärkte massiv steigen und diese Calls dann erst ins Geld kommen, da ist eine ziemlich große Nachfrage. Wir sehen den für den Greed Index bei 79 und im Grunde seit Anfang Januar haben wir permanente Greed, permanente Gier, kann man sagen, permanente Extremgier sogar. Und das zeigt sich vor allem über Optionen. Und bei diesen Optionen macht der Nvidia 25% des gesamten Optionsvolumens aus. Eine Aktie also ein Viertel des gesamten Optionsspektrums. Das muss man sich vorstellen. Das ist gigantisch und zeigt, was hier los ist. Und wenn wir schon mal bei Nvidia sind, dann sehen wir, dass die offenkundig sich kartellartig verhalten. Hier berichten Insider. Das Ganze hat dann auch Eingang in das Wall Street Journal gefunden und dadurch findet es natürlich auch in den ganzen USA Beachtung, dass wenn irgendwelche Kunden von Nvidia Gespräche mit Konkurrenten von Nvidia geführt haben, dann hat Nvidia faktisch die Lieferung verzögert oder hat diese Kunden gar nicht beliefert, wie einige Insider eben von diesen Kunden, etwa Scott Herkelman, vorher bei AMD-Chef, hier nochmal klar gemacht hat. Das ist etwas, was ins Bild passt. Nvidia, die Herrschaften sind schon für mehrfache Vergehen börsenrechtlich zur Verantwortung gezogen worden von der SEC. Also das ist durchaus kein Zufall, was da passiert. Aber nochmal zurück zur Stimmung, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, was auch wieder Sentiment Trader zeigt. Und das ist das, was man als Smart Money und Dump Money Confidence bezeichnet. Also Dump Money, das blöde Geld ist vielleicht falsch, das steht für Privatinvestoren und Smart Money sind institutionelle Investoren. Wir haben aus der Geschichte, aus der Börsengeschichte gesehen, dass die Institutionellen nicht immer die Schlauen und die Privaten nicht immer die Dummen sind. Aber normalerweise ist es so, wenn die Aktienmärkte stark steigen, dann steigt das Dump Money Confidence, also dann werden die Privatanleger euphorisch und normalerweise werden dann die Institutionellen vorsichtiger, nehmen Gewinne mit und verkaufen sozusagen in die schwachen Hände. Jetzt sagt hier Sentiment Trader, normalerweise ist eben ist nicht so, dass das Smart Money Confidence, also die Institutionellen, dann praktisch im Gleichlauf auch euphorisch werden. Das würde man das erste Mal, seit man diese Computermodelle entworfen hat, seit 1998 bemerken. Interessanter Fakt. Also es sind alle euphorisch, nicht nur jetzt Privatinvestoren. Das sehen wir dann auch beim Morgan Stanley Global Risk Demand Index, der jetzt im Gierbereich ist, also auch ein bisschen sehr weit oben ist aktuell. Gilt ja nicht nur für die USA, aber eben vor allem für diese weltweite Börse. Und diese Euphorie, die hatte meine zweitbeste Freundin Cathy Wood mal wieder hervorragend auf den Punkt gebracht. Nämlich, sagte Cathy Wood, es ist so, dass die künstliche Intelligenz wird das BIP der USA um 130% steigern, hatte die gute Cathy gesagt. 130%, wir sind derzeit um und bei 27 Billionen Dollar, würde bedeuten, das würde sich mehr als verdoppeln auf dann weit über 50, fast 60 Billionen Dollar und das sagt sie bis 2030, also in 5 Jahren. Da sieht man mal, wie gaga die ganze Geschichte geworden ist. Wir haben ein BIP, das schon ja einiges auf die Waage bringt. Das zu verdoppeln, mehr als zu verdoppeln, ist, sagen wir mal, gelinde gesagt unwahrscheinlich und in der Geschichte noch nie vorgekommen, es sei denn nach totalen Katastrophen wie vielleicht Weltkriege oder Seuchen oder sowas, ja. Aber nicht unter einigermaßen normalen Umständen, aber es zeigt, dass die Bäume offenkundig ganz klar in den Himmel wachsen und die gute Cathy hier natürlich wieder voll mit dabei ist. Wenn wir mal aber dann wieder auf den Boden der Realität kommen, dann sehen wir, die Wirtschaft der USA ist in der zweiten Veröffentlichung des BIPs, die heute ja war,
um 3,2% gewachsen, 3,3 war erwartet. Man hat jetzt nicht so viele vom Hocker gehauen. Interessant waren aber, dass die Inflationskomponenten, also Core PCE Prices, höher waren als erwartet. Auch der Preisindex, also der BIP-Deflator, wie das genannt wird, mit 1,7% höher als die 1,5% erwartet. Morgen haben wir ja die PCE-Verbraucherpreise. Das wird wahrscheinlich konjunkturseitig das wichtigste Datum werden. Und wenn wir nochmal zum BIP zurückkommen, dann sehen wir also, die Wirtschaft in den USA ist gewachsen um 334,5 Milliarden Dollar. Aber im gleichen Zeitraum sind die Schulden um 834 Milliarden Dollar gestiegen. Das heißt, wir haben einen Faktor Wirtschaftswachstum zu Schuldenwachstum von 2,5. Man brauchte also 2,5 Dollar neue Schulden, um 1 Dollar neues Wachstum zu produzieren. Das ist eine großartige Bilanz. Davon profitieren vor allem Staatsangestellte oder eben sogenannte Government-Angestellte. Die sehen die höchsten Lohnzuwächse. Im Privatsektor halten sich die Lohnzuwächse eher in Grenzen, aber es sind eben die Staatsstellen, die hier besonders profitieren. Wir werden aus Deutschland gleich noch da eine sehr erfreuliche Meldung dazu sehen. Und insgesamt sehen wir schon, dass diese Zinsen ja irgendwo in der Realwirtschaft schon eine Rolle spielen, obwohl man mit Blick auf die Finanzmärkte vielleicht vermuten könnte, nee, also diese Zinsen, die tun ja so, als würden die Zinsen bei Null sein, aber für den durchschnittlichen Amerikaner sind die Zinsen schon 3% seiner gesamten Ausgaben und dabei ausgeklammert Mortgage Payments, also Zahlungen für Hypothekenkredite. Und das ist ja hier ein sehr gewichtiger Faktor. Wir haben heute einen Artikel geschrieben über die seltsame Immobilienkrise in den USA. Häuser, Rallye und Absturz zugleich. Wir sehen manche Segmente, die komplett abstürzen. Gleichzeitig steigen die Preise für Immobilien in den USA weiter. Und weil dem so ist, weil wir eine Vermögenspreisinflation haben, die jetzt auch sozusagen in der normalen Inflation sich widerspiegelt, derzeit also in der Realwirtschaft, da sehen wir, dass die Inflationserwartungen, die von den Märkten bepreist werden, in den sogenannten Break-Evens, man kann also das praktisch als Future handeln, wie die Inflationserwartung ist, die sind jetzt für den zweijährigen Zeitraum auf den höchsten Stand seit mindestens einem Jahr gestiegen, geht steil nach oben, und vor allem für das nächste Jahr sehen wir, dass die One-Year-Break-Evens, also die Inflationserwartung für das Jahr, hier auf den höchsten Stand gestiegen sind, seit 22 nehme ich auf fast 4%. Das zeigt, dass hier die Dinge durch die hohen Leitzinsen, die die Fed gesetzt hat, offenkundig nicht wirklich unter Kontrolle gebracht werden. Und so hat Michelle Bowman, Fed-Mitglied, gestern gesagt, ja, ich bin bereit, die Zinsen weiter anzuheben, wenn die reinkommenden Daten zeigen, dass die Inflation nicht wirklich hier wieder zurückkommt oder weiter nach unten geht. Also plötzlich sogar die Idee eines Fed-Mitglieds, die Zinsen anzuheben statt zu senken, das spricht der Bände. Dennoch, die Märkte machen absolute Party. Und jetzt kommen wir mal nach Germania. Die deutsche Industrie schrumpft weiter, sagte hier die Deutsche Bank. Vor allem Auto und Chemie verlieren ihre frühere Stärke auf Dauer. Was müsste man also machen? Man müsste die Energiepreise runtersetzen, wie Nils Heisterhagen sagt, oder dafür sorgen, dass die Märkte niedrigere Preise aufrufen, neue Investitionsagenda, Forschung ausbauen, Bürokratie abbauen und eine MINT-Offensive, also naturwissenschaftliche Fächer, wieder stärker fördern und fordern. ZEW-Chef Wambach, der sagt, Energie dürfte nie mehr recht billig werden. Nie mehr ist natürlich ein leicht langer Zeitraum, meine Damen und Herren, aber es ist auf jeden Fall so, dass es absehbar wohl nicht so ist. Wir sehen ja, dass die Strompreise wieder erhöht werden durch die Versorger. Und Uniper hat heute gesagt, oder nochmal zu ZEW-Präsident Wambach, der eben gesagt hat, wir haben weniger Wind und weniger Sonne als viele andere Länder, weswegen es natürlich Sinn macht, dass wir uns voll auf Wind und Sonne spezialisieren in gewisser Weise. Der Kohleausstieg bis 2030, so hat Uniper heute gesagt, wird nicht funktionieren. Das weiß auch der gute Roberto Habeck wahrscheinlich, der aber fleißig dabei ist, den Staatsapparat weiter aufzublasen. Das haben schon seine Vorgänger gemacht. Zwischen 2013 und 2023, also innerhalb von 10 Jahren, sind die Spitzenbeamten der Besoldungsklasse B, da verdient man gerne auch mal 16.000 Euro im Monat, um 35% gestiegen. Peter Sloterdijk spricht von einer neuen Aristokratie, nämlich diese hohe Beamtenschaft.
Und dementsprechend, so sagte Simon Bätschiger, müssten wir einen Budget-Freeze für Ministerien einrichten. Also wir sehen, der Staatsapparat wird weiter aufgebläht, alles über 50%. So hat der Helmut Kohl einst gesagt, sei Sozialismus. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Jetzt sind Sie sicherlich auch heiß, dass Sie Magnificent Seven Aktien mal finden. Und da gibt es in Europa auch welche, von ASML über SAP bis Infineon. Hier mal einige Ideen dazu vielleicht, wenn Sie sagen, ja, das würde jetzt auch bei den europäischen Tech-Werten weiter nach oben gehen, die ja schon ohnehin gut gelaufen sind. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, das hatte ich ja versprochen. Wir haben jetzt den Finanztalk mit Jens Czernowski und vor allem Marc Friedrich online. Da sprechen wir über Bitcoin, wir sprechen über Inflation, über Zinsen, über die Fed, über Donald Trump. Das werde ich Ihnen unter das Video verlinken, meine Damen und Herren, wenn Sie heute die Zeit haben und gestern Sie vielleicht nicht hatten, da live dabei zu sein. Ich verspreche, es lohnt sich. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Marc ist echt ein super netter Kerl. Das kann ich Ihnen versichern. However, wie gesagt, ich packe den Link unten rein. Und wenn Ihnen das gefällt und Sie sagen, das ist witzig, das ist gut, dann teilen Sie bitte dieses Video dann auch in den sozialen Netzwerken. Und wenn Sie Finanzmarktwelt YouTube-Kanal abonnieren, meine Damen und Herren, bin ich Ihnen auch nicht böse. Oder doch? Na, überlege ich mir noch, gell? Also, diese Empfehlungen. Also, servus, ciao.